dass die beiden großen strukturellen Krisen unserer Zeit, nämlich die globale Erderwärmung und die diversen ökologischen Krisen, vor allem der Verlust von Biodiversität, zusammenzusehen sind. Das ist das gemeinsame Verständnis in der Regierung und das ist auch der Geist in dieser Konferenz. Die globale Erderwärmung nimmt in einem dramatischen Ausmaß zu. The climate crisis will not go away, and it is absolutely critical that we heed the science that dictates that we must accelerate our efforts for conversion to independence, to renewable alternative energy for the G7, but also for the G20, because 20 nations equal 80% of all the emissions in the world. And if those 20 nations don't step up, then we can't get the job done.